wenn ihr zum Beispiel Antware installieren wollt auf eurem QNAP NAS, dann könnt ihr mal ins App Center gehen und spaßeshalber hier oben nach Antware suchen und ihr werdet nichts finden. Der heiße Scheiß, den gibt's leider nicht im offiziellen QNAP App Store. Deshalb braucht man da den QNAP Club App Store und der ist ein bisschen cooler als der QNAP Store, der schon vorinstalliert ist. Wie bekomme ich den jetzt also hier drauf? Das erste, was wir machen müssen, ist auf die Webseite von dem Webstore zu gehen. Und hier finden wir dann auch gleich eine Anleitung, wie das funktioniert. Für dieses Video ist jetzt nur dieser Link interessant. Den kopiere ich mir einfach in die Zwischenablage. Jetzt bin ich wieder hier zurück im App Center und gehe hier oben auf die Einstellungen. Und hier habe ich ein App-Archiv. Genau das will ich ja hinzufügen. Klicke hier auf Hinzufügen. Füge den Link hier ein und nenne das einfach QNAP Club. Kann ich nennen, wie ich will. Anmelden müssen wir uns nicht. Einfach hinzufügen. So, das war's. Jetzt gehe ich hier auf Schließen. Und jetzt habe ich hier einen Reiter mehr. Der heißt nämlich einfach QNAP Club. Und jetzt kriege ich den ganzen heißen Scheiß hier. Jetzt kann ich zum Beispiel mal Antware eingeben. Und tada, da findet er das. Aber auch noch einige Software mehr. Die entsprechenden Links habt ihr unten in der Videobeschreibung.